Die Rede war gerade von Utopien. Und ich will uns mal versuchen, ein bisschen abzuholen und mitzunehmen auf die Realität, die ich jeden Tag sehe. Wenn ich am Wochenende an meinem Zweitwohnsitz bin, an der Bleilochtalsperre und hinausgucke, dann sehe ich rund um meinem Haus nur noch Waldarbeiter und große, schwere Maschinen, die die Fichte absägen, weil die Fichte sich verabschiedet hat. Alle Höhenlagen über 600 Meter hat die Monostruktur Fichte das Leben eingestellt. Ob uns das schmeckt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich komme dann nach Erfurt, fahre durch die Stadt und sehe Großflächen bei Streuer angemietet. Da steht drauf, der Wald bleibt. Und ich versuche, das in meinem Kopf zu verbinden. Ich stelle mir jetzt diese Großfläche von Erfurt in der Kalamitätsfläche in Saalburg vor und denke dann über das Stahlwerk Unterwellenborn nach. Das Stahlwerk Unterwellenborn hat eine komplette Energieplanung gemacht. Die Stahlwerke haben mit allen zuständigen Stellen darüber die Gespräche geführt, wie viel regenerative Energie müssen sie selber herstellen, um ihre kalkulatorischen Nachteile, die sie gegenüber dem Weltmarkt haben, wo nämlich CO2-Bepreisung keine Rolle spielt, wo dreckiger Stahl in die Märkte gedrückt wird. Und auf einmal die Frage steht, wie viel CO2-Last externalisieren wir eigentlich in andere Länder? Und wenn wir dann konkret auf den Märkten zusammentreffen, erleben wir auf einmal, dass das Stahlwerk Unterwellenborn, obwohl es bei uns lokal ein reiner Schrottverarbeiter ist, also etwas, was wir dringend brauchen, dass dieser Verarbeiter auf einmal Nachteile hat, die derart massiv sind, dass er sich erhofft, mit dem energetischen Umbauprozess regenerative Energie als Eigenstromherstellung beizumischen. Dazu bräuchte er die Kalamitätsflächen rund um das Stahlwerk. Das ist Fichte, Monostruktur. Wir erleben im Thüringer Landtag gerade eine Beschlussfassung der Mehrheit von FDP eingebracht einmal und CDU andererseits eingebracht, gemeinsam mit der AfD, die sagen, Hände weg vom Wald. Der Wald wird mystisch, der Wald wird zum Mysterium und deswegen will ich an diesem praktischen Beispiel erklären, dass nicht nur die Frage der theoretischen Utopiebeschreibung, von der Klaus Dörre eben sprach, sondern die sehr praktische Frage, wie gehen wir eigentlich jetzt mit der Zukunftssicherung vom Stahlwerk Unterwellenborn um? Das ist das, was der Stahlwerker wissen will, das ist das, was der Investor wissen will, der Eigentümer. Das ist aber auch die Frage, wie gehen wir mit der ganzen Region um? Weil wenn die Region noch das Stahlwerk verlieren würde, dann hätten wir nicht nur das Kulturhaus, das verrottet. Das wunderbare Kulturhaus von Unterwellenborn ist nämlich eine Besonderheit und ist unter der kapitalistischen Verwertungslogik leider in Hände gefallen, der als Eigentümer nichts mehr dafür macht. Den interessiert der Satz Eigentum verpflichtet aus dem Grundgesetz offenkundig überhaupt nicht. Deswegen ist die Frage, wenn wir um das Stahlwerk kämpfen, für mich eine Frage, wie wir auch die Umorganisation von Energie als Thema der Transformation im positiven Sinne auch so aufladen, dass wir sagen, die Windkraftanlage bei dir auf deiner Kalamitätsfläche in deiner Region hat was mit deinem Arbeitsplatz da unten zu tun. Deswegen war ich froh, dass sich einzelne Firmen endlich zu Wort gemeldet haben, dass das Glaswerk in Schleusingen sich zu Wort gemeldet hat. Das Glaswerk in Schleusingen, deswegen will ich auf diese Widersprüchlichkeiten auch hinweisen, weil wenn wir von der Utopie reden, dann müssen wir auch von den konkreten Widersprüchen reden, die jeden Tag uns neue Knüppel zwischen die Beine werfen. Das Glaswerk von Schleusingen, die Familie Wiegand, hat sich deutlich positioniert seit Monaten. Auch vor der Abstimmung des Thüringer Landtags mit Briefen an die Abgeordneten. Lassen Sie die Finger von solchen Beschlüssen. Wir als Glaswerk brauchen für den Standort Schleusingen, es ist das modernste Glaswerk der Welt. Also es ist nicht irgendeine Banalität. Es ist das modernste Glaswerk der Welt. Und dieses Glaswerk braucht dringend Eigenstrom, damit sie kalkulatorisch besser klarkommen. Weil Eigenstrom ist das, was selbst produziert wird, aus der Region selber kommt, die Wertschöpfung, die in der Region bleibt und nicht abfließt. Deswegen ist die Frage auch der energiepolitischen Umgestaltung, werden wir den energetischen Wandel nur so betreiben, dass wir sagen, in der Nordsee und der Ostsee stehen die Windkraftanlagen, den Rest der Bundesrepublik verkupfern wir mit riesigen Stromübertragungsanlagen, oder
nähern wir uns wieder der Zielstellung, die schon bei der PDS in unseren Programmen drin stand, dezentral, regional, regenerativ. Und das meint viel, viel mehr als einfach nur, wir wollen was Gutes für den Globus tun, wir wollen was Gutes für das Klima tun. Das können die Kollegen nämlich gar nicht mehr hören. Die können das auch nicht mehr abstrahieren. Aber wenn ich Ihnen sage, dass das Stahlwerk in Unterwellenborn dringend Windkraft braucht, Photovoltaik und Wasserstoff, die Wasserstoffzuwägung, die organisieren wir gerade. Da sind wir gerade dabei, dass die Voraussetzungen geschaffen werden. Die Wasserstoffforschung, wie wir Erdgasleitungen umgestalten können auf Wasserstoff, das macht gerade das neue Forschungszentrum Heisun in Sonneberg. Da sind wir längst unterwegs. Aber die Frage, wie wir konkret Windkraftanlagen rund um das Stahlwerk hinbekommen, wie wir konkret in Greiz bei dem Papierwerk regenerative Energie in der Nachbarschaft hinbekommen, mit einer Landrätin, die sich damit brüstet, dass die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen in ihrer Region die längsten in ganz Thüringen sind, möglichst mit dem Ziel, nie zu einem Ergebnis zu kommen. Also die Frage, wie vertreiben wir Windkraft. Und wenn ich unter diesem Aspekt wieder bei mir in meinem Zweitwohnsitz unterwegs bin, in jedem Dorf hängen die Plakate, Energie ist erneuerbar, Heimat nicht. Und dann sind die Windkraftanlagen drauf zu sehen mit einem großen roten Kreuz durch. Und ich bin die letzten 2 Tage dort einfach mal rumgefahren, habe Plakate fotografiert. Kein Windkraft im Wald, Windkraft nein danke, keine Stromleitung, keine dies, keine das, keine jenes. Und das in einer Region, in der tatsächlich die Fichte angefangen hat, ihre Existenz zu beenden. Sie ist sichtbar für jeden, in jedem Dorf. Du kannst in keinen Ort mehr fahren, ohne zu sehen, dass die Fichte gerade abgesägt werden muss. Und die Frage, was wir daraus machen, auch da war der Plan der Thüringer Landesregierung mit 500 Millionen, den resilienten Mischwald aufzubauen. Das heißt, die Umförsterung ist unser zentrales Thema. Deswegen habe ich dieselben Ausführungen, die ich jetzt gerade mache, gestern auch vor dem Holzcluster gemacht, weil wir gleichzeitig aus diesem Holz nicht nur Sägeindustrie fördern wollen. Wir haben leistungsfähige Sägebetriebe. Aber was fehlt, ist die Nachverarbeitung. Wie verwandeln wir dieses Bauholz, das in Thüringen hergestellt wird, das dann in Folien gepackt wird, in riesige Containerschiffe getan wird und nach Amerika gebracht wird? Also Mercerholz arbeitet mit 80% seiner Kapazität für Amerika, für den amerikanischen Baumarkt. Damit werden die Häuser in Amerika gebaut. Und unsere Zielstellung ist, und das haben wir gestern auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Fachhochschule Erfurt und denen, die in Beirat Forst sind, gemeinsam thematisiert, wie setzen wir es am Ende in Baurecht um, in Bauordnung, in Bauprojekte. Und unter diesem Aspekt lohnt sich jetzt mal der Besuch beim SEZ in Kloster. Das ist eine alte GST-Einrichtung, die war eigentlich zur Abwicklung, die wollte jemand privat haben und wir haben sie gemeinsam und jetzt zu einem zentralen, neuen Lebensort für Kinder und Jugendliche, die dort segeln lernen, die dort Sport machen. Also das SEZ-Kloster ist jetzt gerade verwandelt worden in eine fantastische Holzwelt. Und alle Gebäudeteile, die dort jetzt neu dazugekommen sind, sind aus heimischem Holz, aus der Region, extra vorbereitet und sichtbar geworden, dass dieses Holz nicht einmal 20 Kilometer gefahren ist. Und das ist sozusagen das neue Zentrum, das wir dort entwickelt haben mit der internationalen Bauausstellung. Die IBA hat ihren Wettbewerb dazu gemacht. Und so war eigentlich die Überlegung, wie wir in Erfurt den neuen Glaspalast am ICE-Kreuz hinbekommen. Das sollte eigentlich ein Holzhaus werden. Und da wird immer behauptet, ja, Holzbau als Hochbau sei in Thüringen gar nicht zulässig. Die Bauordnung stände dagegen. Nichts davon stimmt. Aber die Legende hält sich hartnäckig und sie wird einem immer wieder geantwortet. Und deswegen sage ich, wir arbeiten jetzt am Zukunftszentrum Holzcluster. Und dasselbe möchte ich jetzt auch ausführen über die Frage, was heißt eigentlich Kreislaufwirtschaft? Herr Professor Wagner ist ja hier. Die Nordhauser Hochschule ist spezialisiert darauf. Dort arbeiten wir an der Frage, das ist kein Müll, sondern das ist Wertstoff.
Und wie verändern wir das bis hin zu Klärschlamm, der dort im Moment durch ein riesiges Forschungsprojekt so aufbereitet wird, dass er dann auf die Kalihalden aufgebracht werden kann, damit die Kalihalden in Zukunft abgedeckt sind und diese Abdeckung dazu führt, dass bei Regen nicht wieder Salz in die Erde eingetragen wird, was am Ende den Landwirten wieder das Leben schwer macht, weil diese Salzfracht in den Böden wird wieder anschließend als zu hoher Eintrag von Nitraten in das Grundwasser gewertet und führt dazu, dass die Düngung deutlich reduziert werden muss. Und an diesen Stellen merken wir, wie die Dinge ineinander greifen. Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich darauf hinweisen, dass die Frage, wer wird diese Wahl gewinnen, nicht die Frage ist meiner Person oder meines Schreibtischs oder meines Schreibtischstuhls, sondern die Frage, welches Verständnis wird in Zukunft in dieser Landesregierung sein, wenn die Frage, wie bauen wir den neuen Landeshaushalt auf, nämlich die Frage steht, können wir uns CO2-Reduktion durch Verstärkung von Mobilität im ländlichen Raum erlauben? Oder kommt die Alternative, die wir hier in Weimar, Ulrike, in der schönsten kleinen Stadt in der Region, ja schon mal hatten. Hier hat ja mal ein CDU-Politiker gesagt, also sein Boxclub hätte mehr Geld verdient als das Deutsche Nationaltheater. Und man könnte die Sportinvestition ausspielen gegen die Kulturinvestition. Und deswegen freue ich mich auch, dass Steffen Menging hier ist. Denn die Frage ist, was ist uns unsere Kulturlandschaft wert? Was ist uns unsere Hochschullandschaft wert? Und welche Impulse geht von der Kulturlandschaft, den Kulturträgern und den Hochschulträgern aus? Was bedeutet das eigentlich mit dem Topos der Menschen, die dort über die Fördergelder, die wir als Land garantiert haben, die wir auch stabilisiert haben? Wir haben in beiden Feldern, ob es die Theaterfinanzierung ist oder ob es die Hochschulfinanzierung ist, über einen längeren, verlässlichen Part dafür gesorgt, dass die Gelder für Planungssicherheit vorhanden sind. Die Schwierigkeit ist nur, wenn jetzt die Zukunftsfrage kommt, schwarze Null oder nicht schwarze Null, weil die Länderhaushalte sind viel stärker an die Kette gelegt wie der Bund. Und der Bund hängt uns ideologisch jetzt noch 10 Betonteile an die Füße. Und die Frage, ob wir in der Lage sind, investives Geld in die Hand zu nehmen, um zu sagen, wir investieren in die Zukunft, wird dann ausgespielt gegen konsumtives Geld. Und das konsumtive Geld, und das muss ich so deutlich sagen, ist dann die Theaterfinanzierung, weil dann werden sie daran gehen. Das konsumtive Geld ist dann auf einmal die Frage Hochschulen. Wie viel Studierende in Thüringen, und wir geben viel, viel mehr Geld für Studierende in Thüringen aus wie vergleichbare Bundesländer. Wie viel Studierende von denen bleiben auch in Thüringen? Weil die Aufgabenstellung müsste sein, dass wir den jungen Leuten signalisieren, vom ersten Semester an, hier ist der Betrieb, der ist Weltmarktführer, der braucht dich. Und wie kriegen wir die Verbindung her? Und wie kriegen wir bei der Kulturinstitution die Frage, Gold statt Braun, die große Initiative, die von den Kulturschaffenden gekommen ist, die ich sehr begrüße. Wie kriegen wir es hin, dass das ins Alltagsnormal übersetzt wird? Damit es eben nicht eine Luxus als Luxusfinanzierung diffamiert wird, die man dann sagt, die stellen wir auf die Streichliste. Deswegen wollte ich das so ganz konkret, die Zusammenhänge herstellen. Und wenn dann die finsteren Mehrheiten auf einmal zusammenkommen und sagen, jede Windkraftanlage bedroht unser Land, jede Windkraftanlage ist eine Überforderung für uns alle. Da sage ich, ich habe eine ganz andere Kritik an Windkraftanlagen, wenn sie nämlich in Kapitalhänden sind, die nur auf Ertrag ausgerichtet sind, bei dem nichts in Thüringen bleibt. Das ist meine Kritik. Ich möchte, dass die Windkraftanlage, die Photovoltaikanlage so aufgestellt ist, dass die Wertschöpfung für diejenigen zur Verfügung steht, deren Land zur Verfügung gestellt wird, damit es mit eingebracht werden kann, aber gleichzeitig der Profit geteilt wird zwischen denen, die die günstigere Stromeinspeisung bekommen und denen, die den Wald umbauen müssen. Deswegen will ich es an dem Beispiel Wald noch mal deutlich machen. Wer den Wald mystifiziert, der will und deutlich sagt, im Wald darf keine Windkraftanlage etabliert werden, der sagt damit, dass der Ackerboden damit entwertet wird.
Weil die gleichen Aufgaben, die wir dann energetisch bräuchten, wandeln dann, am Stahlwerk unter Wellenborn kann ich es ganz deutlich machen, runter ins Tal und es werden die Ackerböden dafür benutzt. Das bedeutet, dass wir die Landwirte noch mehr unter Druck setzen, dass wir die Agrarwirtschaft noch mehr unter Druck setzen. Und wir haben zwei Verlierer. Wir haben den Verlierer des Agrarbetriebes und wir haben den Verlierer der Wertschöpfung, die nicht hier entsteht und nicht hier bleibt. Und möglicherweise am Ende ein Stahlstandort, der sich diese luxuriösen Strompreise, die wir in Ostdeutschland haben, nicht mehr erlauben können. Denn das ist meine eigentliche Kritik. Der Strompreis in Ostdeutschland ist viel zu hoch. Ist ein massiver Wettbewerbsnachteil. Und das sind die Utopien, die sehr konkret sind, bei denen ich sage, ich möchte gerne den Umbau dieser transformatorischen Prozesse verbinden mit den Menschen, die darin tätig sind und mit ihnen ein Gefühl auch austauschen, dass wir ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität haben. Aber wenn du fragst, das ist ja das Paradoxe, Thüringer soziologische Befragung, Thüringen Monitor, 80% der Befragten sagen, mir geht es besser. Und die gleichen Befragten sagen zu 70%, uns geht es schlechter. Das ist die gleiche Befragungsgruppe. Das heißt, wir haben eine Teilung offenkundig in unserer Wahrnehmung. Was ist mein Ich und was ist mein Wir? Und bei dem Wir entsteht erst das, was wir an Veränderungsprozessen bräuchten. Und deswegen zum Schluss noch mal eine Betrachtung. In den 10 Jahren, bevor ich Ministerpräsident wurde, sind in Thüringen 2500 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden. 10 Jahre lang. Also im Schnitt 250, dabei waren Jahre dabei, da ist kein einziger eingestellt worden. In den 10 Jahren, in denen ich jetzt Ministerpräsident bin, sind 6000 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden und sie reichen immer noch nicht. Das heißt, die Alterskohorte unseres Lehrerinnen und Lehrerbestandes war so hoch, dass der Frevel, 10 Jahre dort nicht einzustellen, also unterdurchschnittlich einzustellen, gegen die jetzigen Verrentungsmengen einfach läuft. Weil wir die jungen Leute nicht haben. Ich habe im Moment 800 Stellen unbesetzt, die sind finanziert. Der Haushaltsplan gibt es her. Es scheitert überhaupt nicht mehr an irgendeiner Finanzierungsquote. Es scheitert schlicht an dem jungen Menschen, der sich nicht entschieden hat, Lehrerin zu studieren. Und deswegen sind der Stundenausfall, der jetzt da ist, ja, sie sind eine Katastrophe. Und ich schäme mich auch für jede Stunde, die ausfällt. Aber sie fällt nicht mehr aus wie in den Nachbarbundesländern, sondern wir sind im Mittelfeld der Lehrerstellen, die nicht besetzt sind. Das ist keine Entlastung und keine Entschuldigung. Es macht nur deutlich, dass wir was anderes verpasst haben, nämlich den Umbauprozess der Schulen, des Bildungswesens auf längeres gemeinsames Lernen, auf ein Miteinanderlernen, auf ein Lernprozess, bei dem die nordischen Länder sagen, auf den Anfang kommt es an. Damit man dann, wenn man reift in dem Bildungsprozess, sich seiner Bildung auch selber ermächtigt, indem man das Lernen lernt. Das sind die Veränderungsprozesse, über die wir eigentlich reden müssten. Und nicht nur formal über die Frage, wie viel Lehrerinnen und Lehrer kriegen wir noch eingestellt und ist das noch mehr Frontalunterricht, sondern wie viel Assistenz brauchen wir, wie viel Entlastung brauchen wir, was können wir tun, um Lehrerinnen und Lehrer auch in die Lage zu versetzen, ein Kooperationspartner in dem Klassenverbund zu sein. Und deswegen sage ich, wir haben 800 Millionen investiert in Schule und Sanierung. Öffentlich höre ich im Moment nur, Schule in Thüringen ist eine Katastrophe. Es ist also ein Lebensrisiko, in diese Thüringer Schulen zu kommen. Das sagen genau die jetzt sagen, daran ist die Landesregierung schuld. Ich will es nochmal sagen, 2500 Lehrerinnen und Lehrer sind in den ersten 10 Jahren vorher eingestellt worden, 6000 sind jetzt eingestellt worden. Es ist ein Drittel des gesamten Bestandes an Lehrkräften, die jetzt neu eingestellt worden sind. Ein Drittel. Das muss ich mal eine Personalabteilung eines normalen Betriebes vorstellen. Und die Alterskohorte ist immer noch viel höher. Das heißt, wir müssen noch gegen diesen Trend noch viel mehr an Veränderungsprozessen einleiten. Und der ist nicht nur einfach mit Personal zu ersetzen. Der ist nur mit Veränderungsprozessen zu begleiten. Deswegen will ich, dass ein Kindergarten auch ein Familienzentrum wird, ein Elternzentrum, eine Kapazität ist, in der Elternberatung auch stattfindet und stattfinden kann. Ich möchte, dass eine Schule ein Campus ist und nicht nur einfach ein Gebäude, in dem einige Menschen hauptberuflich tätig sind, aber der Rest derer, die in der Schule unterwegs sind, haben mit dem Teil der Lehrerinnen und Lehrer nichts zu tun. Das finde ich den Widerspruch. Ich möchte, dass so eine Bildungseinrichtung eine wird, die für die Region prägend ist. Und deswegen sage ich, ich kämpfe nicht
für oder gegen eine kleine Schule, sondern ich kämpfe für Schulstandorte, die in der Region eine derartige Stabilität haben, dass sie selbst mit 3 Außenstellen noch ein gutes Angebot im ländlichen Raum haben. Das ist der Schulcampus, den kann man sich angucken, der existiert auch schon. Es ist nicht so, dass ich jetzt von irgendeinem Traum rede. Man muss nur bereit sein, sich darauf einzulassen. Wenn man sich anguckt, was in Kreußen passiert ist, da hat der Schulträger, Landratsamt, gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern vom Gymnasium angefangen, das alte Gymnasium, die alte Regelschule und die Grundschule zusammenzuführen zu einem riesigen, wunderbaren Schulcampus, der an mehreren Orten in der Stadt sogar präsent ist. Und siehe da, aus dem bedrohten Einzelschulen ist auf einmal eine stabile, nach außen ausstrahlende große Schule geworden, mit der man mit Stolz sagt, das ist unser Schulcampus. Und dieser Schulcampus umfasst eben das Gymnasiale und stellt nicht die eine Schulart gegen die andere in Konkurrenz. Und in Sonneberg haben wir die Frage, ein großes Berufsschulzentrum, das zur Hälfte leer steht mittlerweile, weil fast keine Auszubildenden mehr da sind. Und nebendran eine Grundschule, die neu gebaut werden musste. Und sie ist jetzt miteinander gebaut worden. Sie ist integral gebaut worden. Das heißt, dort besteht die Chance, dass die Kinder der Grundschule zum ersten Mal handwerkliche Berufe sehen. Warum sollten wir nicht auch das miteinander verbinden? Und deswegen will ich schon sagen, dass wir jetzt im neuen Schulgesetz UTP als Angebot, als Regelangebot drin haben. Die einen oder anderen werden sich erinnern, hieß früher Unterrichtstag in der Produktion, heißt jetzt Unterrichtstag in der Praxis. Darf nicht nach DDR riechen. Das ist wie Agnes, die jetzt Vera heißt. Und ich sage es mir egal, das ist mir auch zu blöde, diese Einteilung, statt miteinander zu sagen, was könnten wir eigentlich gewinnen, wenn wir mal ganz unideologisch auf das schauen, was an Strukturen hier existiert hat, die helfen, eine Verbesserung zu ermöglichen, an der wir arbeiten müssen. Und deswegen sage ich, ich bin schon einverstanden mit der Frage, wie viele Utopien haben wir? Wie viele Utopien erlauben wir uns? Die Utopie, dass der Verbrenner beim Automobilbau jetzt aufhört, die Utopie führt zur Dystopie im Moment, wenn Firmen einfach zugemacht werden, die Kollegen einfach knallauffall gesagt kriegen, ihr seid überflüssig, ihr seid arbeitslos, werden die tatsächlich nicht. Es gibt keine neue Massenarbeitslosigkeit. Die Frage ist, ob wir daraus Schlussfolgerungen ziehen und sagen, welche Lieferketten wollen wir miteinander verbinden? Welche Lieferketten wollen wir unterstützen? Und wo wollen wir Forschung etablieren? Und da brauchen wir ein Topos von Leben miteinander. Und dazu gehört die Hochschule, die Schule, der Kindergarten und das Theater. Dazu gehört das Gemeinwesen, das sozusagen uns stärken sollte. Und da müssen wir aufpassen, wenn der eine Teil als Sparbüchse für die anderen auf einmal definiert wird, dann werden wir uns gesellschaftlich massiv ins eigene Fleisch schneiden. Und an der Stelle, vor der Entscheidung, davor warne ich, das nicht wahrzunehmen, das auszublenden. Deswegen, der Kampf um den Wald, der ist symbolisch, aber er ist nicht mystisch. Ich möchte, dass der Wald auf den Flächen, die Waldflächen sind, als resilienter Wald umgeförstert wird und entsteht. Ich möchte aber, dass die Erträge, die erwirtschaftet werden, aus Energiepolitik genutzt werden, um den resilienten Wald aufbauen zu können, plus die 500 Millionen, die wir aus Landesmitteln und Bundesmitteln und Europamitteln zusammengestellt haben, um diesen Weg auch gehen zu können. Aber am Ende brauchen wir die Wertschöpfung für uns selber, für das Stahlwerk, für die Glasproduktion, für alle, die bei uns unterwegs sind und einen Anspruch darauf haben, dass die Energie für sie bezahlbar ist und kein ausschließendes Kriterium ist. Und deswegen sage ich, die Auseinandersetzung, den Globus zu retten, hat doch was damit zu tun, ob wir intelligent diese Themen miteinander verbinden und nicht am Ende sagen, das ist tabu, weil wenn wir es tabuisieren, wird der Wald sich trotzdem oder die Fichtenbestände sich trotzdem abmelden. Es wird keine Veränderung geben, sie werden einfach da sein. Und die Frage ist, ob wir am Ende ausgebrannte Flächen haben, die möchte ich nicht. Ich möchte, dass dort viel Grün ist und ich möchte, dass wir uns heute schon vorstellen, wie ein resilienter Mischwald aussieht und wie gleichzeitig ein prosperierendes Stahlwerk in unserer Region eine regionale Verarbeitung in der Lage ist zu machen. Die Glasflaschen, die gegossen werden, brauchen vorher das Glas, das gesammelt wird. Das ist für mich Kreislaufwirtschaft und
Ich habe noch die Utopie Cradle to Cradle, eine intelligente Industriepolitik, bei der am Ende nicht solche Teile entstehen, wo man nicht mal mehr den Akku auswechseln kann und dann hinterher schmeißt man das weg. Das halte ich für die eigentliche Katastrophe, dass diese Form von Kapitalismus den Globus noch viel, viel mehr schädigt und deswegen auch sowas muss zerlegbar sein, wiederverwertbar sein, recyclingfähig sein und muss schon beim industriellen Planen vorgeplant sein, wie es hinterher zerlegt wird, damit wir nicht die Müllberge in der Landschaft lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Bodo Ramelow und sehr geehrte Gäste, die heute natürlich auch zu uns gekommen sind. Sie haben gemerkt, mit welcher Leidenschaft wir über das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse miteinander diskutieren. Wir laden jetzt dazu ein. Und deswegen freut es mich, dass wir hinten Thementische haben. Und wir möchten natürlich, und das ist ja auch Sinn und Zweck einer Veranstaltung, miteinander in den Austausch kommen. Sie sehen hinten die Thementische Bildung, Mobilität, Demokratie und Verfassung, soziale Daseinsvorsorge und Gesundheit. An diesen Thementischen warten natürlich die Abgeordneten, aber auch die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung. Ich sage es jetzt nochmal, Herr Professor Dürre wird sich auch mit einbringen und wollen mit Ihnen gemeinsam ins Gespräch kommen. Auf den Weg zu den Thementischen nehmen Sie sich bitte noch ein Getränk mit, weil wir verzichten jetzt ein wenig auf die Kaffeepause, die vielleicht angekündigt war, weil wir halt so leidenschaftlich schon Impulsreferate gehört haben. Nach Ende der Thementische, und das ist schon bitte ein Wunsch auch an die Abgeordneten, die hier mit sitzen, benennt bitte an den Thementischen einen Verantwortlichen. Danach werden wir nochmal die Ergebnisse, die da miteinander diskutiert werden, vielleicht gibt es ja neue Ansätze, auch gerne hier vorne nochmal vorstellen. Vielen Dank und wir machen jetzt sozusagen eine Austauschrunde. Ja.